Frau Kollegin Wilmot, es folgt für eine Minute Herr Kollege Wilimski. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren von den Mehrheitsfraktionen hier im Hause, glauben Sie denn wirklich, dass Sie Ihre Staaten, Ihre Völker, Ihre Kulturen repräsentieren? Wir haben teilweise unter 20% an Wahlbeteiligung gehabt bei dieser Wahl. Und 80% der Menschen verwehren sich längst und sagen, sie wollen mit dieser Form des europäischen Einigungsprozesses nichts mehr zu tun haben. Und wären wir ehrlich und würden wir all die Sessel und die Sitze freilassen von Menschen, die hier nicht gewählt haben, wären 4/5 leer und dieses Haus wäre in einer Art und Weise repräsentiert, wo tatsächlich endlich Reformbedarf notwendig wäre. Ich komme aus Österreich und ich bin nach 8 Jahren im österreichischen Parlament hier, um eines klarzumachen. Mein Land, mein Volk will Kompetenzen zurückhaben. Wir wollen unsere Souveränität zurückhalten und wir wollen uns nicht länger gefallen lassen, dass hier von einer europäischen Nomenklatura, die zu 80% der Völker Europas nicht einmal mehr gewählt wird, hier bestimmt wird und nicht mehr in einer integren Art der demokratischen Willensbildung integriert wird. Mit dem Personalpaket, das hier geschnürt wurde und wo ein Herr Juncker heute hier Vielen Dank, Herr Kollege Wilimski. Es folgt Herr Kollege Ranchel für 1,5 Minuten.